Wir müssen dort lang. Wie es ausschaut. Durch die Tür. Nee, irgendwie nicht. Durch die Tür. Dass wir hier lang müssen. Aha. Die Richtung hier. Dort entlang. Hier. Hier muss es sein. Lambert. Was braucht ihr? Erledigt. Ich habe die Zutaten. Und oben ist es sicher. Gut, aber ihr braucht zwei weitere Zutaten, um den Trank zu brauen. Die Klaue einer mächtigen Bestie und etwas Schöllkraut. Wesimir sagt euch, wo ihr das findet. Lasst mich euch die Formel lehren. Aha. Neuer Eintrag im Tagebuch. Zutaten. Du bist aktualisiert, ein Trank für Triss. Und nun... Was braucht ihr? Was soll ich jetzt tun? Redet mit Wesimir. Er wird euch Anweisungen geben. Ist der gerade hinter mir erschienen? Ist doch gerade was passiert. Okay. Wir sehen uns später. Hallo, Wesimir. Ah, das war ein harter Kampf. Ich bin oben auf ein paar Eindringlinge gestoßen, aber... Ich weiß, sie dürften kein Problem sein. Aber Lambert hat sich von dem Furchtbringer erwischen lassen. Nichts Ernstes. Gut, dass ihr Triss gefolgt seid und den Magier übernommen habt. Sie konnte etwas Ausrüstung... War eine weise Entscheidung. Aber es sieht aus, als seien die wichtigsten Stücke weg. Unsere hübsche Zauberin hatte recht. Ich weiß. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ich habe beides für euch aufbewahrt. Eine Rüstung, ein neues Schwert. Lambert hat mir die Formel gegeben. Gibt es noch weitere Hexer? Darf ich euch was fragen? Unterhalten uns später. Lambert hat mir die Formel gegeben. Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium Equum habt ihr bereits. Ja. Was jetzt? Ihr braucht Schöllkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Ihr findet den Furchtbringer im oberen Innenhof. Ach so, ja. Nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Okay. Schildkraut haben wir schon, wir müssen jetzt im Innenhof den Furchtbringer reiten. Es wird hier spaßig. Innenhof. Sehr schön. So, der rote Pfeil weist uns den Weg. Weg. So, einmal hier entlang. Ja, alles klar. Achso, hier liegt schon die Bestie. Ungeheuer häuten. Um alchemistische Komponenten zu extrahieren, linksklickt auf den Furchtbringer-Kadaver. Liest Bücher, um Informationen über Ungeheuer und alchemistische Zutaten zu gewinnen. Ihr müsst über Zutaten Bescheid wissen, bevor ihr sie sammeln könnt. Ah, okay. Überreste. Mitten in dieser riesigen Heuschrecke stehen wir drin. Furchtbringerklaue. Furchtbringerauge. Alchemiesack. Wir können auch alles transferieren, klicken. Fürs nächste Mal vielleicht mal besser. Oh, wir haben neue Klamotten. Wir haben nicht mal die alten
Wir haben nicht mehr das rostige Schwert und wir haben nicht mehr die Lehrlingsuniform an. So, und nun... Ach, wahrscheinlich zurück in die Feste. Zurück hinein. Ganz richtig. Rein mit uns. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich zurück zu ihm. Ja. Sehen wahrscheinlich. Wesemir. Ja? Und wenn ich die Zutaten falsch verwende? Dann müsst ihr neue suchen. Wo? Ich habe noch eine Klaue und weiteres Schöllkraut. Eskel hat Alkohol. Und irgendwo oben habe ich Calcium Equum gesehen. Aber macht es am besten gleich beim ersten Mal richtig. Es ist gar nicht so schwer. Aha. Wo sind Lambert und Eskel? Oben. Lambert ist in der Bibliothek und Eskel bringt Triss in ihr Zimmer. Alles klar. Ich habe alle Zutaten. Gut. Jetzt ruht euch aus und bereitet den Trank gemäß der Formel zu. Dann noch eine wichtige Frage. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Wer war Leo? Einer von hunderten Weisen des Krieges mit Nilfgaard. Ich machte ihn vor 6 Jahren zum Lehrling. Tut mir leid. Wir werden unsere Geheimnisse finden. Und auch Leos Mörder. Selbst wenn sie bis ans Ende der Welt geflohen sind. Gibt es noch weitere Hexer? Insgesamt gab es 3 Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen hinweg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Okay. Warum ist er nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Ihr hattet erwähnt, dass ihr Kaer Morhen schon einmal verteidigt habt. Richtig. Einst lebten hier 15 Hexer und bereiteten Knaben auf ihre Prüfungen vor. Nur sie kannten die Geheimnisse der Mutation. Hexer, die auf dem Pfad aufgebrochen waren und sich nicht in die Gemeinschaft der Menschen einfügen konnten, überwinterten hier. Vor der Schlacht nannten 23 Hexer und 40 Schüler Kaer Morhen ihr Zuhause. Zu wenige für den Mob, der uns angriff. Ich habe nie erfahren, warum sie kamen. Manche sagen, es war ein Ausbruch des Zorns aus Abscheu vor den Hexern. Aber das stimmt nicht. Jemand hat den Mob mit Flugblättern voller Lügen aufgehetzt. Und die Fanatiker hätten das Fort gewiss nicht ohne die Hilfe von Zauberern einnehmen können, auch wenn sie stark in der Überzahl waren. Nicht einmal die Jüngsten verschonten sie. Ich allein überlebte, verborgen unter den Leichen. Mach deinen Rundgang, Wolf. Die Skelette sind noch da. Vielleicht findet ihr ein Flugblatt, es gab einst Hunderte. Prägt es euch ein. Als Mahnung, zu wie viel Bösem Menschen fähig sind. Ach ja, ach ja. Kommt einem ein wenig bekannt vor. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Habt ihr eine Ahnung, wer die Angreifer waren? Nein. Aber Triss glaubt nicht an gewöhnliche Banditen. Wir haben mit Salamandern verzierte Abzeichen bei den Toten gefunden. Das könnte das Symbol ihrer Organisation sein. Ich spüre, dass schwere Zeiten vor uns liegen. Wir unterhalten uns später. Ich muss jetzt den Trank zubereiten. So, gleich hier bleiben, das ist gleich unsere nächste Quest. Wir müssen den Trank zubereiten. So.
Wie machen wir das nochmal? Trank zu breiten. Meditation. Da hast du noch irgendwo. Wir kriegen die Meditation gleich nochmal. Ah, hier haben wir Charaktere. Drenger, der Professor, Eskel, geheimnisvoller Magier. Ach so, er ist der Magier. Lambert, Leo, Trismerigold und Wesemir. Bei ihnen haben wir jetzt schon einiges gelernt. Tutorials, Ungeheuer, Glossarorte, Formeln. Ja, Orte haben wir jetzt auch noch nicht so viele. Trinker. Aha. Meditieren müssen wir. Wie ging das noch gleich? Meditation. Können wir vielleicht nur unten im Keller machen oder wie war das jetzt? Woran scheitert das jetzt hier? Die Quest sagt immer noch, dass wir hier mit ihm reden müssen. Haben wir eigentlich schon, aber. Ja? Ach so. Wir müssen erst verkünden, dass wir uns hier zur Meditation begeben. Let's go. Wählst die Formel, die als Triss Heiltrank markiert ist, um automatisch Zutaten in die Führung zu geben. Links klickt auf Mischen, unten rechts auf den Bildschirm. Links klickt das Stundenglas, um einen neuen Trank während der Meditation zu brauen. Trank für Triss. So, sehr schön. Mischen. Haben wir jetzt schon alle Zutaten, müssen wir jetzt hier. So, Mission Impossible. Auf geht's. Haben wir es geschafft. Trank. Geschafft. Und dann schlafen wir hier noch. 6 Stunden. Bis zur Dämmerung 8 Stunden. Let's go. Wie ging das noch gleich? Hartabzeichen. Ich bin da immer noch ein bisschen. Kein Kampf. Okay. Joa. War doch hier, oder? Nee, hier war es nicht. Ich muss mich hier noch ein bisschen zurechtfinden. Freunde der Macht. Achso, hier, meditieren. Geralt schlief nicht, er meditiert. Wesemir. Ja? Ich habe den Trank fertig gemacht. Wir unterhalten uns später. Ach so, den Trank müssen wir jetzt ausliefern. Dahin. Der Pfeil weist uns den Weg. Ach so, hier. Durch dieses Türchen. So, zieh hinauf und müssen wir hinunter. Ich habe das jetzt immer Gefühl, dass wir hinunter müssen. Die Vermutung.
das der Fall ist. Oha. Nehmen wir es mal nicht. Weil da unten ist es Wasser. Also müssen wir hoch. Bis nach unten nicht geht. Dann halt nach oben. So. In dem Zimmer da rechts. Genau hier. Treppe zu Tristzimmer. Sehr schön. Da wollen wir rein. Kleiderschrank. Beute mitnehmen. Hammelbein. Leckeres Essen. Ziegenmilch. Brot. Nochmal Verpflegung für unterwegs. Aha. Was ist nun ihr Zimmer? Hier oben. Das sieht ja fürstlich aus. Warte mal, ich habe doch hier Heilkräuter. Wegen Resident Evil. Da ist Triss. Na komm. Trank für dich. Alles klar. Kurz gestöhnt. Doppelklickt auf Heiltrank, um ihn Triss zu verabreichen. Tipp gewinnt das Wohlwollen anderer Charaktere, indem ihr ihnen ein Geschenk gemacht. Achso, der Trank ist also ein Geschenk. Verstehe. Trank für Triss. Habt Dank, Geralt. Ich hoffe, dieser Trank hilft. Es war schrecklich. Ich träumte, dass Lambert bei mir war. Er starrte mich an und sagte Sachen wie, sterb mir bloß nicht weg, Marigold. Und er nannte mich einen Dickschädel. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist? Freut mich, dass es euch besser geht. Ich weiß, wir sollten aufbrechen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht nie zurück. Wollt ihr nicht noch etwas bei mir bleiben? Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir dürfen keine Zeit von dir, Triss. Jetzt schnell wieder aufbrechen. Je schneller wir wieder aufbrechen, desto besser. Aha. Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid. Als ich euch sah, kamen alle Gefühle, die ich leugnen wollte, wieder stärker denn je. Triss, ich bin noch nicht bereit, über die Vergangenheit zu reden. Natürlich. Ich sollte euch nicht drängen. Ich fühle mich nur so... Oh, ihr Mächte. Ich benehme mich wie ein pubertierendes Mädchen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich fürchte, ich habe euch alle enttäuscht. Vergebt mir. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Es gibt nichts zu vergeben. Was ich empfand, als ich erfuhr, dass ihr lebt, ich wüsste nichts Vergleichbares. Ein bisschen schmeicheln, ja. Also ein bisschen einschmeicheln. Wenn ich euch ansehe. Ich habe euch ja so vermisst. Mal sehen, ob das beste Bett in Kaer Morhen uns aushalten kann. Ui. Oh wei. Yes. Fetter Schwert zu Boden und das Kissen fällt aus dem Bett. Aha. Zensiert. Oh, Geralt. Sehr schade. Es war mir ein Vergnügen. Wie immer. Wie immer? Ihr erinnert euch wirklich an nichts? Bedauerlicherweise. Nun, dann habt ihr etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Wie auch immer. Erzählt mir, wie ging der Kampf aus? Sie brachen in das Labor ein. Sehr schade, sie haben die Sexszene zerstört. Stahlen unsere Mutagene und entkamen. Verdammt. Armer Wesemir. Spielst doch ab 18. Du könntest das doch zeigen. Wir haben mit der Beerdigung gewartet, bis meine Fresse. Vielen Dank. Was die Mutagene betrifft, ihr Verlust könnte eine Katastrophe bedeuten. Vergeuden wir keine Zeit mehr. Außer ihr möchtet mich noch etwas fragen. Ja, einiges. Könnt ihr mein Gedächtnis wiederherstellen? Dazu müsste ich euch untersuchen. Es kann durchaus sein, dass euer Gedächtnis von allein zurückkehrt. Wie groß ist die Chance? Das ist schwer zu sagen. Hilfreich wäre, wenn ich wüsste, was den Gedächtnisverlust ausgelöst hat. Tja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Geralt, können wir gehen?
Wir sollten Wesemir nicht warten. Ganz genau. Lassen. Dann kommt. Aber ich habe noch einige Fragen. Ach, egal. Jetzt habe ich das geklickt, jetzt müssen wir los. Beerdigung. Einäscherung wohl eher. Opferfeuer. Oder so. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küstenthema. Dann gehe ich nach Osten, nach Kedwin, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich? Nach Süden, nach Temerien. König Volkes steht in eurer Schutz. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Also nach Süden. Nachdem wir uns von Leo verabschiedet haben, geht die Reise weiter. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vysima. Triss. Nicht Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Tja. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Nochmal? Sind wir denn schon mal gestorben? Achso, Leo ist gestorben. Verstehe. Auf bald, Triss. Und die Reise geht los. Nach Arz. Über Arz, Karik. Ihr Anführer in serikanischen Magier wies sich selbst für Triss Merigold als er. Der Hexer begab sich auf die Suche nach dem gestohlenen Geheimnis und brach in alle Himmelsrichtungen auf. Geralt von Riva ging südwärts nach Vysima. Aha, er ging südlich. Das wussten wir. Umland von Vysima. Sind wir jetzt ins nächste Gebiet gekommen? Und er schreit vorne im Abenteuer. Kapitel 1. Es ist nicht mehr weit. Den Prolog haben wir überstanden. Sehr schön. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Sein Blick ist irgendwie gruselig. Da blutet jemand. Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Alvin und die Chipmunks. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Lauf, Alvin. Schau, dass du wegkommst. Zombie-Hunde. Kommt mir vor wie in Resident Evil. Was zur Hölle? Schließ das Tor, schnell! Lass ihn erstmal rein. Die Bestie greift an! Geht Alarm! Lass doch den Kleinen erstmal rein und seine Mutter. Oh nein, die Mutter. Oh, Schreck. Alvin. Der Arme. Geralt, euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau. Die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau. Diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite. Ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Aha, okay, da kommen die Hunde. Für die Hunde. Nein. Sie greifen die Bewohner an.
Dann müsste ich vielleicht mal mein Schwert wechseln. Starker Kampfstil, Gruppenkampfstil, schneller Kampfstil, Restgruppenkampfstil, das Beste. Ich weiß nicht, ob das gegen Geister und was bringt, aber scheinbar bringt das was. Stürzen sich aber auf mich, ich krieg auch ordentlich Schaden. Okay, die Hunde kriegen aber auch ordentlich Schaden. Und der hier vor mir ist bald besiegt und der neben mir auch. Na komm. Sehr schön. So, Attacke. Was war denn das? Magie sicherlich. Die Bestie. Die Bestie. Wer auch immer die Bestie ist. Geralt, seht. Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher. Das Zeitalter des weißen Frosts und Eisenlichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Tetrarian, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten. Aus Händen her, aus einem Samen. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Aha, alles klar. Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Klingt an dem Plan. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese, nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Bist du nicht unterwegs begegnet? Du hast dich gerade vor dem Dorf. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf angeführt. Das Dorf hat vor ihm verteidigt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Nicht so laut. So jemand war hier, aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Aha, der Geistliche. Ja. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Offensichtlich nicht. Was ist widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Vielleicht ist es auch besser, wenn wir uns nicht erinnern. Ich meine, ich wäre auch manchmal froh darüber, wenn ich mich an gewisse Sachen nicht erinnern könnte. Das ist so ein bisschen, ja. Was führt euch in dieses Dorf? Manchmal will man gewisse Sachen vergessen. Ich bin unterwegs zum Krankenhaus in Visima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Und was wird aus Alvin? Und was wird aus Alvin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Ja. Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Autsch. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra?
Die haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Ich möchte nicht in deren Haut stecken. Ihr Schweine. Wir sprechen uns noch. Jo, wir müssen zum Geistlichen. Oh, auf einmal kann er wieder laufen. Magie. Eben, der kann noch sich krümmt auf den Boden, jetzt kann er wieder laufen. Ist ja großartig. Überreste plündern. Geld. Wir plündern hier die Toten des Dorfes. Was sind hier? Das ist ja hier. Das sind die Wachen, die hier. Die Wachen des Dorfes, die gestorben sind. Bargeldschädel. Aha. Hier noch Überreste. Die Tür. Nee, da wollen wir jetzt nicht raus. Alles klar, Lagerfeuer. Links klickt auf Lagerfeuer. Entzünden, um den Meditationsmodus zu wechseln. Tipp, meditiert an brennenden Lagerfeuern. Das Feuer wird sich selbsttätig entzünden, wenn ihr über einen Feuerstein verfügt. Den haben wir. Wenn ihr keinen Feuerstein habt, wirkt das Igni-Zeichen. Okay. Neue Talent erworben. Meditieren. Ja gut, dann meditieren wir zum Schluss nochmal und dann beende ich diesen Part auch an dieser Stelle. Wir können ja bis zum Morgen mal, es wird ja schon nachts drin spielen, dann können wir ja mal bis zum Morgen kauen. Ist nicht schlecht. 8 Stunden meditieren. Und dann verabschiede ich mich schon mal, weil ich danach den Part beende und den Stream danach auch langsam. Jo, da mich noch umsonst sich gefallen haben lassen, aber dann neu seid und wir sehen uns im nächsten Stream, im nächsten Part, in der nächsten Aufzeichnung wieder. Bis dahin. Habt eine angenehme Zeit und man meditiert sich. Ja. Ciao, ciao.